Hallo und willkommen zurück zu Life is Feudal. Wir haben hier ein paar Bäume in unserem Dorf stehen, weil wir schon wieder eine Zeit lang nicht mehr spielen konnten. Aber darum kümmern wir uns demnächst mal. Oh Gott, am Eingang steht auch was. Eingang zugewuchert. Okay, wir müssen uns darum kümmern. Aber zuallererst werden wir jetzt erstmal die Äpfel ernten. Damit wir das nicht gleich wieder vergessen. Ah, da liegt immer noch das ganze Holz rum. Kräftig gewachsene Apfelbäume. So, gucken wir mal. Wo ist es denn? Äpfel sammeln. Sollte ja jetzt mal einen ordentlichen Stall voll Äpfel geben. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die Gläser bekommen, um auch daraus leckeren Apfelwein zu machen. Ich sehe nichts. So. Bin gerade am Überlegen. Sand habe ich, glaube ich, gar keinen mehr auf Lager. Den muss ich mir vom Strand schaufeln. Habe ich jetzt den richtigen getroffen? Die zwei Reihen Äpfel. Zwei Reihen Apfelbäume. Es gibt ordentlich was an Äpfel. Haben wir schon. Durch 8 teilbar wäre praktisch. Ansonsten 8-mal ernten und dann ist das auch wieder alles, ja, dann ist auch wieder alles im Lot. Oder 4-mal ernten geht ja auch. 200. 210. Und wir haben noch fast eine ganze Reihe. Waren das? Da war gerade die Axt im Bild. Schon wieder. Oh, 300 Äpfel. Da komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. Wow, lohnt sich richtig. Ja gut, sind aber auch viele, viele gute Apfelbäume. Die Frage ist jetzt gerade noch, wenn ich daraus jetzt diesen Most herstelle,
Wie gut ist eigentlich unsere Apfelpresse? Diese Weinpresse. Weinpresse heißt sie ja. Können wir ja gleich mal gucken. Oh, 500. Wir kriegen die 500 voll. Das ist sehr viel. Nein, doch nicht. Verrechnet. Das ist gar kein Apfelbaum mehr. Wir kriegen die 500 fast voll. Da ist noch ein Apfelbaum, das ist aber kein gepflanzter. Was für eine Qualität hätte denn der? Siebenundachtzig. Eigentlich nicht schlecht. Wird aber trotzdem unsere Qualität runterziehen. 96. Ah, muss nicht sein. Lagern wir hier zwischen. Was wiegt denn das? 123. Noch eine Tour kriegen wir gar nicht eingelagert. Zweihundert Sand haben wir. Gucken wir gerade mal, welcher von diesen Brennöfen eigentlich der bessere ist. 14. Also reparieren müssen wir so auf jeden Fall. Der vordere, der hintere, der ist ja mal grottenschlecht. Haben wir irgendwo Repair Kits? Natürlich nicht. Die Säge habe ich auf dem Rücken. Gehen wir mal. Warte mal. Ah, doch, da. Da sind die Nägel. 5600, das reicht erstmal. Das ist Hartholz, das ist Hartholz, da unten ist Weichholz. Genau, Holzscheit. Müssen wir zuerst den Ofen ein wenig reparieren. Jetzt habe ich gerade eine Überlegung oder hatte gerade einen Gedanken. Wenn ich ja immer eine Flasche oder einmal Glas rausziehe, sinkt ja immer wieder die Haltbarkeit und somit auch die Qualität. Wenn ich dann aber eine größere Menge, also diese Massenproduktion, dieses 10 Glas auf einmal, die zwar im Endeffekt teurer sind, aber dann habe ich ja mehr Flaschen und mehr Glas auf einmal rausgezogen, mit der gleichen hohen Qualität. Das heißt, wenn ich den Ofen ja komplett voll repariere und dann einmal diesen Skill benutze, kostet es mich zwar mehr Material, aber ich habe eine bessere Qualität. Bei Glas geht es auf jeden Fall, bei den Flaschen weiß ich gerade nicht. So eine super Qualität von einem Ofen haben wir ja nicht. Also müssen wir gucken, was wir daraus machen. Schließlich will ich ja möglichst hohe Qualität noch aus diesen guten Äpfeln hier rauskriegen. Reicht jetzt erstmal. Glaube ich zumindest. Messer habe ich dabei.
Achso, das Pferd müssen wir hier mal rausholen. Ist ja gut. Ich weiß, du magst das Monument. Aber noch kein Grund, einfach hier reinzupacken. Na. Fett einparken könnte ich auch schon mal besser. Du stehst auch irgendwie ein bisschen im Gang. Jetzt komme ich da auch wieder dran. Ups. Achso, ja, stimmt, das wollten wir auch noch skillen. Ah, gucken wir daran, schon skillen wir. Reparieren bringt ja nur noch die Hälfte, ne? Ja. Okay. Bisschen mehr. Drei Viertel. Ah, ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Repair-Kits. Ja, man kann aber den Ofen schon mal anstellen. Können wir fast doppelt so viel. Na doch, können wir ruhig doppelt so viel holen. Wir brauchen Kohle. Das sollte ausreichen. Wir brauchen Sand. Heizen wir mal auf 1500 Grad vor, auf. Und dann gehen wir das restliche Weichholz holen. Ja, der andere braucht ja auch noch ein bisschen Reparatur, von daher können wir ruhig das Inventar mal voll machen.
Ja, die Blumenwiese sieht immer wieder schön aus. Jagen wollte ich auch noch mal. Auf Großwildjagd am besten. Aber dafür will ich erst noch die Lanze leveln. Weil ich mit der Lanze deutlich deutlich ungefährlicher jagen kann, wie zu Fuß. Muss ich mal gucken. Vielleicht den Trainingsplatz kurz mal ein bisschen umgestalten, dass ich dann mit dem Pferd hin und her reiten kann, um die Lanze ein bisschen zu leveln. Ich glaube, Level 30 brauche ich, um die normale Lanze zu benutzen. Muss erst zu Atem kommen. Ja gut, Holzsägen ist auch anstrengend. Da ist er leer. Das war aber keine gute Qualität, oder? Hier mit aus. Na gut. Minimal besser. Ach, das Forstwesen. Das ist auch noch so ein Dorn im Auge. Stagnieren wir aktuell bei 34. Müssen wir unbedingt was machen. Noch mal ein paar Softwood-Bäume pflanzen. Das sind ja jetzt die 40er, das sind ja jetzt, glaube ich, die wir sowieso mal gepflanzt hatten und jetzt sicherheitshalber gefällt haben. Ich hier mal noch mal ein bisschen Platz mache und dann neue setze. Ich sollte sowieso mal hingehen und mal eine ordentliche Plantage hinbauen, so richtige Streifen. Waldboden habe ich ja oben im Monument noch. Ich glaube, das mache ich später noch. Komm, einen brauche ich noch. Also 10 Felderstreifen, so ein, zwei. Vielleicht sogar drei von diesen Streifen. Müssen wir noch mal ein bisschen anpusten. Nee, das ist eigentlich fertig. Überladen, ach nee. Aber wir können jetzt mittlere Repair-Kits herstellen. Allein deswegen brauche ich viel, viel von diesem dicken Leder. Und das kriegen wir aktuell wirklich nur, wenn wir jagen gehen. Weil, sind wir realistisch, Viehzucht, das kriegen wir nicht wirklich hin. Das geht doch. Schon sind wir auf Level 42. Fast 43.
reparieren wir den Ofen mal hoch. Jetzt sind wir bei 1200. Nur noch 2000, dann haben wir's. Ich glaube aber nicht, dass das, was wir jetzt hier an Sand haben und später dann an Glas, dass das wirklich mit Flaschen reicht. Da müssen wir wohl noch die ein oder andere Tour machen. Außerdem war das jetzt, glaube ich, ja auch Sand aus dem Marktplatz. Muss ich gleich mal gucken. Ich bin aber überlegen, ob ich nicht mal auf die Suche gehen soll nach ein bisschen hochwertigem Sand. Genau auf 1400 repariert. Naja, egal. Wegen 100 noch mal so ein Ding verballern. Herausziehen. Ladung Glas. Das gab jetzt 10 Glas. Und jetzt muss ich mal gucken, wie viel da jetzt die Haltbarkeit runtergegangen ist. 200. Was für eine Qualität ziehen wir daraus? 63. Der Sand hat 50. 13 Punkte mehr wie der Grundstoff. Ja, das ist jetzt ein bisschen mühselig. Das können wir schon mal da reinmachen. Ein bisschen anblasen. Okay. 160 habe ich da reingeschmissen, ne? Wir machen jetzt Nummer 1. Einfach mal um zu schauen, was denn das jetzt an Qualität unterzieht. 15. Jetzt müssten wir rein theoretisch mal gucken. Wie viel Glas wir rausgezogen bekommen. Bis es in der Qualität runtergeht.
Das hat jetzt alles 63. Ich glaube, das passt auch noch. So, Glasbläserwerkzeug. Habe ich davon überhaupt was? Ich glaube ja, wir haben ja schon mal Met hergestellt. Nicht Met. Ach. Apfelwein. Jetzt habe ich da zwei Flaschen rausgezogen. Fünfundvierzig. Also insgesamt habe ich drei Flaschen rausgezogen bei 45. Das sind wirklich ja 15 pro Flasche. Okay, die Flaschen kriegen wir nur einzeln raus. Gucken wir mal, wie viele Vorgänge wir machen können noch, bevor wir eine Stufe runtergehen mit der Qualität. Ja, 20 sind wir schon mal, das sind ja einige Vorgänge. Dreißig könnten wir auch noch schaffen. Okay. Wir reparieren jetzt einfach mal. Das hieße aber auch, dass wir hier das komplett an Einzelglas rausziehen können. Ach. Wieder mal für so ein. Warte mal, Quatsch. Wir können ja ruhig rausziehen. Haben wir ja gerade getestet. Müssten wir immer noch bei 63 sein. Stopp, 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 stopp. Moment, Glas hat eine andere Berechnung anscheinend. Okay, bei Glas scheint es sich wohl eher zu lohnen, wenn wir es so machen. Und dann nur noch für den Rest.
Okay. Gut zu wissen. Na. Alles mal ausprobieren. Mit dem Glas können wir dann auch nichts mehr machen. Hier haben wir, glaube ich, noch ein. Ne, hier nicht. Irgendwo hatten wir noch ein bisschen Glas. Da. Ebenfalls eins. 32. Stacken wir mal alles zusammen, erhalten 52. Na gut, na gut. Also 45 Flaschen kriegen wir hier raus. Die Flaschen haben eine Qualität von 66. Das kriegen wir jetzt da nochmal 3 Qualitätspunkte drauf. Aber auch nur, wenn der Ofen voll repariert ist. Ich glaube, den anderen Ofen müssen wir auch mal abreißen, dann müssen wir was anderes bauen. Mach hin. Stimmt, da habe ich ja schon die Schränke reingemacht, aber da ist noch kein Material drin, genau. Ich wollte ja da Kriegsgerätesätze bauen. Genau, damit wir die ganzen Seile mal in was Ordentliches umgewandelt bekommen. Moment mal, was war denn das noch? War da Leder dabei? Nee, nur Metall. Metall müssen wir erst noch einschmelzen. Na? Ach Quatsch. Haben wir ja gemerkt, dass das mit den Flaschen deutlich weitergeht. Ah, da ist ja auch noch das Glasbläserwerkzeug, was da mit reinspielt. Muss aber gleich mal gucken, was das überhaupt für eine Qualität hat. Das hatten wir wohl noch vor der Umstellung hergestellt. Da haben wir noch eine sehr gute Qualität für. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ein paar Flaschen haben wir ja jetzt. Vielleicht machen wir die besser zu den Äpfeln, damit wir gleich alles zusammen haben. Zwiebeln. Kochen wollte ich auch noch. Na gut. Aber wir sind jetzt am Ende einer Folge. Von daher, wie es dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss.